Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena, Jungfrau. Heute möchte ich gerne mal schauen, wie sieht das Tarot dich? Im Spanischen war die Legung sowas von schön, sowas von emotional, sowas von aufklärend, also richtig schön. Wir wollen jetzt mal schauen, wie die Energien der deutschsprachigen Jungfrau geborenen, Aszendenten, Sonne, Mond, ja, Energien, Jungfrau generell, wie sieht das Tarot dich im Hier und im Jetzt? Ja, das Tarot sieht dich nicht nur als eine Person, die immer einen gesunden Mittelweg findet, sondern das Tarot möchte dir eigentlich sagen, Honey, du bist eine Jungfrau geborene. Denk dran, du stehst unter dem Schutz der drei Heiligkeiten. Denk dran, du bist Heilung. Denk dran, dass du immer wieder einen neuen Nährboden setzt für dich und für andere Menschen. Das, was du bisher in deinem Leben schon erreicht hast, was du durchlebt hast, was du gelernt hast, was du gefordert hast von dir auch, was du gegeben hast von dir auch, wird belohnt. Es kann sein, dass für die ein oder andere Jungfrau es langsam kommt, aber die Karte des Tarots in Verbindung mit deiner Energie sagt dir, Honey, passe dich der Situation an, wenn du merkst, du kannst gerade etwas nicht verändern. Lasse aber auch die Dinge fließen. Wenn wir reden vom Fließen, heißt es, lasse Dinge zu, lasse sich Dinge aufzeigen. Es kommen auch Benachrichtigungen auf dich zu, ja, Dinge, die dich vielleicht schocken könnten, Dinge, die dich vielleicht auch interessieren könnte. Es kommen Lösungswege auf einmal auf dich zu. Du steckst gerade in einer Energie, wo wir sagen, ein Entwicklungsprozess für Jungfraugeborene, eine Klarheit für Jungfraugeborene kommt rein. Ein emotionales Energiefeld öffnet sich für Jungfrauen, aber auch das Hier und in Jetzt und die Vergangenheit dürfen noch mal ein bisschen unter die Lupe genommen werden, weil das Tarot sagt, Jungfrau, wir sehen dich mit einer Notwendigkeit der Kommunikation. Wir sehen, wie schön es ist, dass du dich erdest. Wir sehen, wie schön es ist, dass du auch wirklich versuchst, die Reinheit in dir zu leben. Ja, zu sehen, wie bedeutend es ist, dass du in diesem terrenalen Sein auch deine Ehrlichkeit unter Beweis stellst. Viele Jungfrauen von euch verstecken sich hinter einer Maske. Seid authentisch. Ich bin Jungfrau geborene. Und es gibt nichts Schöneres, wie authentisch zu sein. Sich zu erden, mit Mutter Natur in Verbindung zu kommen, mit sich selber in Verbindung zu kommen, die Ängste zu überstehen, sich nicht dem Drama hinzuschmeißen. Das Tarot sieht dich als eine Energie, die einen großen Redebedarf hat, die Ordnung reinbringen wird in ihre Seinssphäre, Gespräche mit anderen Menschen auch unabdinglich sein werden. Das Tarot sagt im Hier und im Jetzt, ja, erinnere dich daran, wer du bist, erinnere dich daran, dass Entschlossenheit die Harmonie bringt, die Sicherheit bringt, die Wertschätzung bringt, erstmal dir selber gegenüber und dann allen anderen. Also finde heraus, Jungfrau, was du real möchtest im Hier und im Jetzt. Ja, deine Jungfrau-Energie begleitet uns alleine schon mit der Karte der Mäßigkeit, wo wir sagen, diese Verwurzelungen, die du hast, die dich negativ beeinflussen oder die dich schmerzen können oder an irgendwas zurückhalten, okay, gehe diese an, lebe das Leben, Harmonie bringt Entschlossenheit. Nur wenn du harmonisch mit dir selber umgehst oder die Harmonie in dir aufleben lässt oder die Harmonie teilst, wirst du merken, dass eine Entschlossenheit kommt und du wirst diesen Weg gehen, Jungfrau, der für dich bestimmt ist, aber auch diesen Weg, den du selber gehen wirst. Das Tarot sieht dich als eine sehr entschlossene Energie an, als eine Energie, die gesegnet ist und die Fülle in ihr Leben bringen wird mit der richtigen Entscheidung. Es liegt ganz allein an dir. Wow, Jungfrau. Jungfrau, ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Denk dran, die eine Sache ist das, was du als bewusster Mensch merkst und die andere Sache ist, was in deinem Unterbewusstsein los ist. Gehe die Sachen an, halte an deiner Vision fest und an deiner Mission im Leben und hab das Vertrauen, dass du alles ins richtige Licht rücken wirst. Jungfrau, danke für deine Likes, für deine Abos, deine Kommentare werden von mir persönlich immer zeitnah beantwortet. Denk dran, 19 Uhr sonntags Live-Chat, private Legung, zielorientierte Therapien. Ich habe für Juni noch 6 Termine, also schreib mich an, dann helfe ich dir gerne in deiner Situation weiter. Und denk dran, jedes Kommentar von dir wird von mir beantwortet, weil das, was für dich wichtig ist, Jungfrau, ist für mich erst recht wichtig als Jungfrau Geborene. Viel Kommunikation, viel Klarheit, geh es also an. Die Entschlossenheit bringt dir die Harmonie, Jungfrau. Alles erdenkliche Liebe und wir hören uns. Bye!